Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty. So, wir wollen mal ein bisschen Gänseblüten kaufen. Zwei Stück, um genau zu sein. Einmal weiblich. Mir fällt gerade auf, wir haben noch gar nicht verkauft, also können wir noch gar nichts kaufen. Zeig mir deine Ware. Ich habe mal ein bisschen was mitgenommen. 10 Beeren ist nicht viel. Ein paar Pilze. Dicke Suppe hätten wir noch. Da verkaufen wir noch nur 5 von. Ich glaube, eine können wir gleich noch essen. Eier, Fliegenpilze, gebratenes Fleisch und ganz viel Suppe. Und es hat trotzdem nicht gereicht. Das ist jetzt aber ärgerlich. Ich hatte eigentlich geplant, ich laufe hier hin und kaufe hier gerade die Gänse auf. Gut, da werde ich wohl nochmal zurückrennen müssen. Und nochmal ein bisschen Kram sammeln, den wir zu Geld machen können. Ich habe mir überlegt, in dieser Folge werden wir die Gänse kaufen. 2 Stück. Auf jeden Fall. Und wenn ich fast alles verkaufen muss, was wir haben, dann werden wir noch 2, am besten 3 neue Leute einstellen. Einer, der sich um die Gänse kümmert, sprich Landwirtschaft als Fähigkeit. Dann einer in der Fischerhütte, die habe ich jetzt nämlich auch fertig gebaut. Da brauchen wir jemanden mit Überleben. Auf mindestens 3. Und also ich habe es immer Sammeln genannt, das heißt Überleben. Und dann brauchen wir noch einen mit Crafting mindestens 3. Den stellen wir dann in die Werkstatt. In die Schmiede brauchen wir noch keinen stellen, weil in der Schmiede können wir eigentlich alles herstellen, was wir in der Werkstatt auch herstellen können. Plus zusätzlich noch die Eisensachen, die wir jetzt aber sowieso noch nicht herstellen können, weil wir kein Eisen haben. Dafür müssen wir jetzt die Mine freischalten. Sprich, es wird sich nicht lohnen, da jemanden reinzustellen. So, wir hätten Dung, den könnten wir verkaufen. Der ist gar nicht so viel wert. Lehmbewurf ist ein bisschen mehr wert. Tierfutter ist ein bisschen was wert. Na komm, wir verkaufen mal ein bisschen Tierfutter. Verkaufen 20 Ton. Pelz verkaufen wir noch nicht. Steine könnten wir verkaufen. Lohnt sich aber auch kaum. Lehmbewurf würde gehen. Das brauchen wir auch so gut wie nicht. Machen wir einfach auf 41. Doch, wir sind schon wieder überladen. Machen wir so. Ich befürchte aber, es wird vom Geld her noch immer nicht reichen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich ein paar Mal hin und her laufen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns die Gänse leisten können. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt müssten wir genug Münzen haben für die Gänse. Wir hätten gern einmal weibliches Gänseküken. Falsch Taste gedrückt. Weibliches Gänseküken. Und männliches Gänseküken. Und jetzt brauchen wir auch ganz dringend einen, der die füttert. Sprich jemand, der gut in Landwirtschaft ist. Dafür schauen wir jetzt erst einmal hier. Haben wir hier noch wen? Jagd 3, Landwirtschaft. Nee, die nicht. Wie sieht es hier aus? Abbau 3 ist nicht schlecht, brauche ich derzeit aber auch nicht. Wie sieht es hier aus? Jagen 3, da gibt es auch gar nicht. Muss ich jetzt echt in die anderen Dörfer erst abklappern? Crafting 3. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir ergangen? Plus 0. Wetter plus 5. Sehr schön, dann stellen wir den mal ein. Da unten ist er. Emmerich. Crafting hat er auf 3. Kommst jetzt mal einen aus und du darfst dann mal in die Werkstatt gehen. So, wir haben zu Hause nämlich noch ein Haus aufgebaut, habe ich gerade eben gar nicht erwähnt, habe ich vergessen zu erwähnen. Damit können wir dann jetzt noch ein paar Dorfbewohner mehr holen, weil wir wollen nach Möglichkeit in dieser Folge uns auch einmal anschauen, was wir denn mit der Scheune 2 alles anstellen können. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können da nichts Neues machen. Wir haben auch keine neuen Rezepte freigeschaltet dadurch. Aber da müssten mehr Leute arbeiten können, so dass wir dann
ein bisschen mehr herstellen können, hoffentlich. Und durch das ganze Gebrabbel habe ich jetzt natürlich wieder den Weg hier durchs Wasser nicht weggeschnitten, aber egal. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einen mit Crafting, wir brauchen jetzt noch einen mit Landwirtschaft und einen mit Überleben. Beziehungsweise sammeln, wie ich es vorher immer genannt habe. So, wie sieht es denn bei dir aus? Jagd 3? Nicht. Brauchen wir nicht. Ich habe immer viel zu wenig Ausdauer für solche Spielchen. Du hast Sammeln 3 und Crafting 3. Du darfst bei uns einziehen. Du gehst dann nämlich mal auszuweisen. Und Arbeitsplatz zuweisen wäre dann die Fischerhütte. Und wie sieht es bei dir aus? Ah, Landwirtschaft leider nicht. Na gut, dann müssen wir leider noch ein paar mehr Dörfer gehen. Einmal kurz zur Info. Ich habe hier in der Fischerhütte... Wo haben wir es denn? Fischerhütte. Habe ich schon mal eingestellt. Das stand hier eigentlich auf 100% Fischfleisch. Ich habe jetzt Fischfleisch einfach auf 80% runtergesetzt und alles andere auf 5%. Das sind einfach nur verschiedene Fischsorten und zusätzlich machen die halt noch ein bisschen gesalzenes Fischfleisch. Dann ist das ein bisschen länger haltbar. So, und ich würde mal vorschlagen, wir sehen uns gleich im nächsten Dorf wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich musste ein bisschen mehr Dörfer abklappern. Wir sind jetzt hier in Branica. Baranica gab es leider niemanden für uns. Aber die hier ist gut in Landwirtschaft. Deswegen lassen wir die auch bei uns einziehen. Da gehen wir mal auf Management. Wählen die aus. Die Radegunda. So, die darf jetzt bei einem der Herren mit einziehen. Machen wir mal gleich da oben. Da ist ja auch der Entenstall gleich nebenan, der Gänsestall. Wo haben wir sie denn? Warum hat die Taverne denn keinen Arbeiter? Ist jemand gestorben? Bin ich jetzt gerade etwas verwundert? Lebensmittellager, Ressourcenlager, Ressourcenlager? Schmiede, Taverne hat keinen Arbeiter. Hä? Oh, oder ist... Hat da vielleicht eine Frau gearbeitet, die ein Kind bekommen hat? Wir haben ja jetzt doch ein bisschen was am Nachwuchs bekommen hier. Blanca, Samboja. Gut, sind nur zwei. Hier steht Mutter bei. Die wird aber wahrscheinlich Feldarbeiter oder sowas gewesen sein. Und hier steht auch Mutter. Evalda. Wer ist das denn? Wo hat die denn gearbeitet? Oh, wir haben keinen Dünger mehr, sehe ich gerade. Das ist aber ärgerlich. Wir sollten uns gleich mal unbedingt um Dünger kümmern. Und am besten noch irgendwen, der Crafting kann, ne? Das ist jetzt etwas ärgerlich, da habe ich nicht darauf geachtet. Wir brauchen natürlich jemanden in der Taverne, da dort die Lebensmittel hergestellt werden. Da sollten wir gleich unbedingt mal gucken, dass wir noch jemanden finden. Und wir sollten mal gucken, dass wir irgendwo Dünger kaufen können. So, wie sieht es denn bei dir aus? Crafting 2 ist zu wenig. Wilhelm, Crafting 1. Wir bräuchten im Idealfall noch mal eine Frau, damit die Häuser alle optimal besetzt sind. Dann hätten wir noch ein leerstehendes Haus. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob da einer mit Crafting war. Ich glaube fast nicht. Ansonsten haben wir erstmal Pech gehabt. Was könnt ihr beide denn? Ihr tapft mir hier so entgegen. Crafting 3 ist ein Kerl, aber egal. Den haben wir nämlich schon auf 79%. Gut, wir sehen uns dort.
Dann bekommst du noch mal das leerstehende Haus. Und du darfst dann arbeiten in der Taverne als Gastwirt. Neuer Dorfbewohner Xabor mit CZ. Ganz schön kompliziert geschrieben, finde ich. Ach, da fällt hier Holz. Ich habe mich gerade gewundert, was ist das denn für ein Geräusch? Gibt es hier irgendwelche Viehzüchter? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Sieht eher nach Holzfällerdorf aus hier. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen noch mal nach Gostovia und holen da mal ein bisschen Dünger, sofern wir denn noch Geld haben. 1400 haben wir noch, davon können wir uns ein bisschen Dünger leisten. Anscheinend ist unsere Düngerproduktion noch nicht ausgereift, noch nicht schnell genug. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Gostovia wieder. Bis gleich. So, gleich in Gostovia angekommen. Müssen wir nun den richtigen Händler nochmal finden. Wahrscheinlich gammelt der hier in der Taverne irgendwo rum. Bist du das? Nee, Adelina war es, glaube ich, nicht, oder? Nee, sieht nicht so aus. Die verkauft keinen Dünger. Werde jetzt gehen. Guten Tag, Unigost. Hat mir einfach die Tür vor die Nase gehauen. Ganz schön frech. Da ist er, aber auch auf dem Weg zur Taverne. Zeig mir deine Ware. Dünger hätte ich gern gehabt. Was können wir denn tragen? 30 noch circa. Oh mal 29 nur. Weizenkorn können wir noch 5 verkaufen. Die konnten wir eben nicht verkaufen. Ach, guck mal ein bisschen, was können wir noch? So, machen wir das mal. Jetzt doof. Ach so, der wiegt nicht 1 Kilo. Der wiegt nur die Hälfte. So, da haben wir jetzt ein bisschen Dünger. Den müssen wir zu Hause in der Scheune abladen. Wobei es ja eigentlich Schwachsinn ist. Ich wollte die Scheune nämlich abreißen in dieser Folge. Und wollte mal schauen, was wir stattdessen da hinsetzen. Ja, was wohl? Scheune 2 natürlich. Ich wollte nur mal schauen, ob das von der Größe her hinkommt. Ich würde sagen, das sehen wir gleich, wenn wir zu Hause sind. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Mittlerweile im Herbst. Ich bin einmal schlafen gegangen, damit wir das alles im Hellen nachschauen können hier. So, wir gehen jetzt erstmal auf Bauen. Landwirtschaftsscheune 2. Die scheint größer zu sein. Das heißt, die können wir da auf jeden Fall nicht hinsetzen. Das ist schon mal sehr, sehr ärgerlich. Schauen wir mal, setzen wir die einfach quer hier vor? Wäre auch doof, ne? Obwohl so auf halber Höhe vielleicht hierhin. Kann hier nichts bauen, weil das Gelände zu uneben ist. Das ist aber mal richtig blöd. Haben wir hier hinter den Häusern genug Platz? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, da ist noch ein Feld. Ne, hier haben wir überall keinen Platz mehr. Schade. Wie sieht es hier am Ende aus? Neben dem Haus? Sieht auch nicht gut aus. Und wenn wir das Ding hier unten hinsetzen, ebenfalls blöd. Boah, das ist jetzt aber auch wieder suboptimal hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte eigentlich gern dahin gesetzt, wo die jetzige Scheune ist. Aber so wird das nichts. Können wir die hier ein bisschen vorversetzen? Auch alles zu uneben hier, ne? Das ist mal richtig ärgerlich. Ja, da war was. Da hier oben hin. Steht hier mal voll ab. Vom Schuss. Und tiefer vielleicht. So, können wir die noch eindrehen? Also da hinsetzen, haben wir da genug Platz. Hier sind wir direkt am Feld. Das ginge sogar halbwegs. Jetzt würde ich nämlich die Scheune hier erstmal aufbauen, bevor wir die andere abreißen. Dafür brauchen wir jetzt natürlich einiges an Rundhölzern. Oh, wirklich einiges an Rundhölzern und ein bisschen Stroh. Das mit dem Stroh ist wohl halb so wild, denke ich mal. Gut, dann wird das hier eine kleine Baufolge nochmal, zusätzlich zu den Gänsen, die wir schon besorgt haben. Ich habe gerade gesehen, da ist eine Wand kaputt, die müssen wir bei Gelegenheit auch mal reparieren.
Können wir eigentlich gleich 30 mitnehmen, ne? Ach ja, Rundhölzer sind ja wieder so schwer. Erstmal können wir den Dünger hier reinpacken. Und dann tragen wir da die Rundhölzer quasi einzeln hin, um Scheune 2 aufzubauen. Und dann können die Leute eigentlich gleich in Scheune 2 arbeiten und Scheune 1 können wir abreißen. Dann haben wir wieder einen Bauplatz frei. Weil ich glaube, so viele Leute brauchen wir, wie gesagt, nicht, die sich um die Landwirtschaft kümmern. So, und wieder zurück, wieder Rundhölzer holen. Also ein bisschen ärgerlich, immer dieses Hin- und Herlaufen. So, lass uns doch mal schauen. Quatsch, hier muss ich schauen. Rundholz. Jetzt doof. Warum kann ich denn keine 25? Ach, eins wiegt 2,5 Kilo. Ich bin die ganze Zeit dabei, dass eins nur ein Kilo wiegt. Rundhölzer, ich glaube, die haben die Rundhölzer schwerer gemacht, kann das sein? War der Meinung, dass Rundholz nur bei 1 war? Sind wir jetzt bei 2,5? Entweder das oder ich konnte es mir mal wieder nicht merken, wie schwer so ein Rundholz ist. So, da haben wir die Außenhändler schon fast fertig. Viel fehlt nicht mehr. Einmal noch laufen. So, 1 und 4 macht 5 Rundhölzer noch. Und hier oben fürs Dach noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 plus 7 macht 12 Rundhölzer noch. Und dann haben wir das doch so ziemlich fertig. Dann noch ein bisschen Stroh dazu, um das Dach zu decken. Ganz angenehm, wenn man sich die Rundhölzer hier einfach rausnehmen kann und nicht erst irgendwo fällen muss. So, jetzt haben wir ein bisschen Stroh dabei und müssten eigentlich auch genug Rundhölzer haben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber wie immer kein Gewehr. Kommt ja öfter mal vor, dass ich mich verzähle. So. Und jetzt sind wir schon beim Dach bei. Oh, Stroh hätte ich ruhig noch ein bisschen mehr mitnehmen können, so wie es aussieht. Könnte vielleicht ganz knapp reichen. Wir haben mal wieder keine Ausdauer mehr. Oh, und ich glaube, ich habe zu viel Rundhölzer genommen. Das Dach ist... Ich dachte eigentlich, das wären alles einzelne Flächen, aber das ist nur ein Zweierabschnitt, kein Dreier. Aber gut, soll uns recht sein. Je schneller wir fertig sind, desto besser. So, eher sehen wir, wie viele Leute wir noch brauchen für unser Dorf. So, an 4 Stroh scheitert es jetzt. Das war ja irgendwie zu erwarten. Holen wir gerade noch die letzten 4 Stroh. Dann ist die Scheune auch fertig. Und da können wir mal gucken, was wir noch an Leuten brauchen. Dann können wir auch abschätzen, was wir noch an Häusern bauen müssen. 4 Stroh waren es nur. Nehmen wir die mal mit. Ach so, und ich habe hier noch ein kleines Steinhaus gebaut. Deswegen haben wir genug Platz für die Leute. Ich sehe gerade, hier fallen die Häuser auseinander. Das würde ich aber ungern reparieren. Das muss ich sowieso noch aufwerten auf ein Steinhaus. So, hier, sehr schön. Da wollen wir doch mal gucken. Management. Lebensmittellager, Scheune und Scheune 2. So, schauen wir mal. Hier können 4 arbeiten und Scheune 2 können 2, 4, 6, 8 arbeiten. Das lohnt sich. Das lohnt sich mal richtig. Das heißt, alle, die hier arbeiten, Gustava, Odo und Mirogniva. Kann ich die von hier aus gleich hier rüberholen? Mirogniva. Ich kann um meinetwegen machen Feldarbeiter. Gustava kann auch Feldarbeiter machen. Brauchen wir den nächsten.
Handwerker, Fischer, Tierzüchter, Gastwirt. Odo war es, glaube ich, noch, ne? Odo macht Farmer. So, dann dürfen wir hier keinen mehr haben, der hier arbeitet. Das heißt, Scheune 1 können wir abreißen. Unterstufen zerstören. Reißen wir mal hier alles ab. Kann sein, dass hier noch was in der Kiste ist, was wir dann erst wegschmeißen müssen. Was heißt wegschmeißen? Auslagern müssen. So, dafür müssen wir erst die Truhe leer machen. Oh doch, hier ist noch einiges drin. Lachssamen vor allen Dingen. Den Lehmbewurf, rote Beete, Tierfutter. So, na, kommst du wohl wieder hier hin. Und zerstören. Bums. Sehr schön. Da haben wir noch die eine Scheune da. Hier haben wir jetzt eine große Lücke. Vielleicht können wir da die Scheune 3 hinsetzen. Ich wage es allerdings fast zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. Jetzt machen wir erstmal hier alle leer. Die Lachssamen gehören, glaube ich, ins Lebensmittellager, ne? Oder gehören die hier rein? Lehmbewurf kommt auf jeden Fall hier rein. Rote Beetesamen, glaube ich, nicht. Tierfutter kommt hier aber rein. Rundholz. Und das gehört dorthin. Und da können wir eigentlich noch ein paar Häuschen bauen, ne? Damit wir genug Leute hier einstellen können. Allerdings, so wie das hier aussieht, würde ich sagen, mache ich erstmal eine Reparaturrunde. Und dann werden wir erst Häuschen bauen. Ich hoffe mal, die kommen hier so lange alleine klar. Habe ich jetzt irgendeinen Arbeitslosen, den ich vielleicht vergessen habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Nirgendwo was hinter. Nee, dann habe ich alle eingeteilt. Sehr schön. Wir haben dann jetzt im Scheune. Ah, wo haben wir so Scheune? Scheune 2 da. Haben wir jetzt 3 Leute, 2 Feldarbeiter, 1 Farmer. Ja, ich würde wahrscheinlich 4 Feldarbeiter und 4 Farmer machen. Aber es wird sich dann zeigen. So, ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen Reparatur machen. Und dann werde ich hier noch ein paar Häuser planen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.